Also hier sehe ich auch nirgends was. Hier hatte ich ja auch schon geguckt. Also ich kann noch mal hier in Richtung Gewächshäuser mal kurz rumlaufen. Da darf ich ja mit dem Besen so weit nicht hin. Mal gucken, wie weit ich komme. Ah, jetzt komme ich bis hin. Okay. Ich steige hier mal ab und schaue mich mal hier bei den Gewächshäusern noch um, ob da vielleicht noch was rumliegt. Und ansonsten... Also wir werden dieses eine Teil noch finden, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber im schlimmsten Fall muss ich gucken, wo es liegt. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Also wo ich ja immer ganz gerne schaue, das ist das Gestrüpp bei Hagrids Hütte. Weil das erkennt man wirklich erst, wenn man dort ist. Hier so. Sehe ich auch nichts rumliegen. Nö. Komisch. Naja, gut, irgendwo wird schon sein. In Hagrids Hütte können wir ja nicht rein, ne? Kein Durchkommen hier. Ja. Na gut. Dann würde ich sagen, dass wir eigentlich... Ja, eigentlich könnten wir den Tag beenden. Der war jetzt sehr durchwachsen. Die Incendio-Prüfung hat sich länger hingezogen als geplant. Die ging dann aber noch einigermaßen. Über das Quidditch-Spiel reden wir mal nicht weiter. Aber wir haben alle Zaubersprüche. Und wir haben noch die eine oder andere Bildkarte gefunden. Ja. Deshalb, also es war jetzt nicht der beste Schultag, das auf keinen Fall. Das ärgert mich tatsächlich mit dem Quidditch, aber wie gesagt, da jetzt ewig rumprobieren, nö. Ich kann hier nochmal kurz ein bisschen rumlaufen. Wobei wir da eigentlich auch schon, ja, da hatten wir eigentlich auch schon geguckt. Vielleicht nochmal durch den Innenhof. Gehört das dann eigentlich, gehört es nicht zu den Ländereien? Die Ländereien sind außerhalb des Schlosses und das hier ist ja schon Schlossgelände. Aber mal kurz hier durchlaufen. Nö, da ist nichts. Ja, dann würde ich sagen, wir halt, Moment. Einen Versuch machen wir noch und zwar da, wo die Flugstunden stattgefunden haben. Da drehe ich noch mal eine Runde und dann beenden wir den Tag. So. Würde wahrscheinlich schneller gehen, wenn ich da mal kurz drüber fliege. Aber man kann vielleicht beim Fliegen doch mal was übersehen. Ich muss jetzt gerade mal kurz gucken. Ja. Ich muss jetzt gerade mal kurz auf die Uhr schauen, wie lange die Aufnahme läuft. Nö, das sieht hier nicht so aus, als würde ich da fündig werden. Nee. Dann ab ins Bett. Und auf zum nächsten Drama, da werden doch mit Sicherheit wieder Vertrauensschüler auf mich warten. Also in der Nacht. Wer weiß, was da jetzt passiert. Das ist so ärgerlich mit dem Quidditch, verdammt. Also gegen Slytherin muss ich gewinnen, sonst wird es nichts mit dem Quidditch-Pokal. Aber ja, dann ist es halt so. Die Gesamtsumme der Hauspunkte wird errechnet. Ja, und Slytherin wird weiterführen. Das weiß ich schon. Wir haben, glaube ich, 330. Oh! Ravenclaw. Boah, da führen sie aber ganz gewaltig. Hufflepuff. Außer irgendwelche unbekannten Gryffindors haben noch Punkte dazu verdient. Also wir hatten zuletzt 330. Das ist nicht gut. Gryffindor. Ja. Boah. Jetzt ist der Abstand schon ziemlich groß. Führt.
Aha. Ja, nicht gut. Also da muss ich mich irgendwie noch ins Zeug legen. Eventuell muss ich da doch noch mal offscreen was machen. Gut, das Thema Quidditch hat sich jetzt gerade erledigt. Da hätten wir mit Sicherheit noch vielleicht Punkte kriegen können. Entweder jetzt durchs Spiel oder am Ende durch den Pokal. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, durch was kann man denn sonst noch Hauspunkte verdienen? Also nicht durch die Schokofroschkarten. Außer vielleicht, wenn ich alle habe. Aber dann wird es auch nicht viele geben. Ja gut, man kann Gegenstände noch fürs schwarze Brett suchen, aber das gibt ja auch immer nur 10 Punkte. Also, mal gucken. Jetzt schauen wir erstmal, was Harry, uns heute Nacht erwartet. Ich muss dir was erzählen. Ich war auf dem Weg in den Schlafsaal, als ich die maulende Myrte in der Toilette jammern hörte. Jemand wollte was ihr Klo runterspülen. Sie war und total spülen schreibt sich. Man ohne H. Oh Sieht Gott. Sieht aus wie ein altes Tagebuch. Es gehört T.V.Riddle. Den Namen kenne ich. T.V.Riddle hat vor 50 Jahren eine Auszeichnung für besondere Verdienste um die Schule erhalten. Filch hat mich bei den Strafarbeiten die Medaille ungefähr 50 Mal polieren lassen. Wer immer er auch war, er hat es nicht benutzt. Die Seiten sind leer. Warum wollte jemand das Tagebuch loswerden? Komisch. An diesem Abend ging Harry früher als alle anderen zu Bett, weil er sich Riddles Kalender genau ansehen wollte. Er saß auf seinem Himmelbett und blätterte durch die leeren Seiten. Doch dann... Hallo, Harry Potter. Mein Name ist Tom Riddle. Ich bin in Hogwarts und furchtbare Sachen sind passiert. Weißt du etwas über die Kammer des Schreckens? Natürlich weiß ich von der Kammer des Schreckens. In meinem 5. Jahr wurde die Kammer geöffnet. Das Monster hat ein Mädchen getötet. Ich habe die Person erwischt, die die Kammer geöffnet hat. Sie wurde verstoßen. Ich kann es dir zeigen, wenn du willst. Ich kann dich in mein Gedächtnis von jener Nacht, in der ich ihn gefangen habe, hereinholen. Okay. Harry war fasziniert von der Erinnerung, die Tom Riddle ihm zeigte. Schönen Abend, Rubius. Was machst du denn hier, Tom? Es ist aus. Ich glaube nicht, dass du jemanden töten wolltest. Aber Monster geben einfach keine guten Haustiere ab, weißt du? Es hat nie keinen umgebracht. Mach schon. Das Mindeste, was Hogwarts tun kann, ist dafür zu sorgen, dass das Wesen, das das Mädchen getötet hat, geschlachtet wird. Er war es nicht. Er wird's nie tun. Er nie. Nein! Es war Hagrid, Ron. Hagrid hat die Kammer des Schreckens vor 50 Jahren geöffnet. Sag es, Hermine. Ich muss zu Hagrid. Ja, also ein Tom Riddle hat Hagrid mit einem Monster erwischt und ihn beschuldigt, die Kammer des Schreckens geöffnet zu haben und dieses Monster freigelassen zu haben. Ja, ich denke mal, ihr kennt alle die Handlung, deshalb gehe ich da jetzt mal gar nicht weiter drauf ein. Und natürlich müssen wir jetzt zu Hagrid und ihm beistehen und ihn erstmal fragen, was damit auf sich hat. Ich will jetzt gerade nochmal gucken, was genau suchen wir eigentlich. Ach ja, Gammeln mit Ghoulen liegt auf den Ländereien. Das Schöne ist, dass wir jetzt nicht nur durch die Schule durch müssen, die voller Vertrauensschüler ist, sondern auch noch über die Ländereien müssen, die auch voller Vertrauensschüler sind. Und wir auch wieder durch die Eingangshalle dürfen, was ich ja besonders gerne tue. Mir fällt gerade ein, Moment. Bevor wir jetzt hier weitergehen, 28 Bohnen, na, damit brauche ich nicht groß shoppen gehen. So, das hat schon mal gut geklappt. Wenn wir jetzt schon so weit sind, dass wir Hagrid drauf ansprechen, dann sind wir eigentlich auch in der Handlung schon relativ weit fortgeschritten. Es sind natürlich noch ganz viele Fragen offen. Was hat es mit dieser Stimme auf sich? Was ist mit Genie eigentlich los? Wer hat diesmal die Kammer des Schreckens geöffnet? Wie kann man vielleicht dem versteinerten, kopflosen Nick helfen? Wer wird den Quidditch-Pokal gewinnen? Das sind alles Fragen, die wir vielleicht hoffentlich noch beantwortet bekommen. Vielleicht hoffentlich, weil ich es nicht weiß. Ich weiß nicht, wie weit das Spiel darauf eingehen wird. Ich sollte vielleicht schon mal meine Stinkbomben ausrüsten, nur so für alle Fälle.
hätte natürlich gestern, also bevor wir uns jetzt schlafen gelegt haben, natürlich noch mal ein bisschen Klassenräume durchsuchen können. Ich war einfach frustriert von dem Tag und wollte ihn gerne abschließen. Aber es kommt ja mindestens noch einer. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel da noch kommt, aber ich denke mal, einen Tag kriegen wir auf jeden Fall noch. Wahrscheinlich mehr. 2, 3 werden es auf jeden Fall noch sein. Ich bin gerade ein bisschen unvorsichtig, ne? Hier ist doch jemand. Nein. Ah, verdammt. Ja. Du kennst die Regel. Nachts wird nicht rumgelaufen. 5 Strafpunkte, ja, genau, für Gryffindor. Unsere Punkte werden immer weniger. Ganz toll. Ich warte jetzt, bis er weg ist. Aber wie komme ich an dem anderen vorbei? Der ist da oben. Da muss ich wieder warten, bis der rumdreht. Genau. Ich hoffe, er sieht mich jetzt hier nicht. Ich renne da jetzt durch. So. Oder sehen wir noch mehr Spinnen, die alle fluchtartig die Schule verlassen? Das ist auch noch eine Frage, die offen ist. Was hat es mit denen auf sich? Aber jetzt sind wir zumindest schon mal draußen und nur einmal erwischt worden. Nur. Reicht schon wieder. Bei dem Punkterückstand auf Slytherin ist das natürlich nicht so toll. So, und wir... Was ist das für ein Geräusch, das wir da gerade gehört haben? Ja, wir wissen ja, dass hier draußen auch Vertrauensschüler sind. Wir müssen zu Hagrids Hütte. Ich versuche mal hier am Rand entlang zu bleiben. Vielleicht dämpft das Gras meine Schritte und vielleicht sind wir so auch schlechter zu sehen. Ja, aber gut, Hagrids Hütte ist ja da. Ah, ich habe jetzt gedacht, die wäre weiter links, verdammt. Dann renne ich da jetzt einfach mal hin. Vielleicht habe ich Glück und es ist gar kein Vertrauensschüler draußen. Es wurde ja die Kammer des Schreckens geöffnet. Normalerweise dürfen Schüler jetzt nachts überhaupt nicht mehr draußen sein. Auch die Vertrauensschüler nicht. Man darf nachts keinen Besen benutzen. Ich möchte das auch ungern versuchen, weil vielleicht kriege ich dann von Haus aus Punktabzug. Aber im Moment ist kein Vertrauensschüler zu sehen. Deshalb können wir da eigentlich auch ganz gut zu Fuß gehen. Oh. Terrormucke. Ich schaue mich gar nicht erst um. Ich renne direkt zu Hagrids Hütte. Ich will gar nicht erst das Risiko eingehen, dass mich irgendjemand einholt. So. Oh. Üble Geschichte, Hagrid. Ganz üble Geschichte. Die Sache ist aus dem Ruder gelaufen. Als Mitglied des Schulbeirats muss ich einfach handeln und sie wegbringen. Weg? Wohin denn? Nicht ins Zauberergefängnis. Nicht Azkaban. Ich fürchte schon. Schreckliche Angelegenheit, Dumbledore. Von diesem Moment an sind sie beurlaubt. Wenn die Schulräte mich aus dem Weg haben wollen, Lucius, werde ich zurücktreten. Nein! Ich werde die Schule jedoch erst dann endgültig verlassen, wenn mir hier niemand mehr die Treue hält. Sie werden feststellen, dass wer immer in Hogwarts um Hilfe bittet, sie auch bekommen wird. Wenn jemand etwas herausfinden will, muss er nur den Spinnen folgen. Die bringen ihn auf die Spur. Das ist der Schlüssel zum Ganzen. Mehr sag ich nicht. Los, Hagrid. Wir wollen die Dementoren doch nicht warten lassen, oder? Schon gut, ich komm. Okay, Hagrid wurde verhaftet, weil man ihn wohl verdächtigt, wieder die Kammer des Schreckens geöffnet zu haben. Aber er hat uns einen Schlüssel hinterlassen und den Hinweis, dass wir den Spinnen folgen sollen. Und damit ist natürlich gemeint, dass wir den Spinnen folgen sollen, die hier die ganze Zeit schon rumkrabbeln. Da hätte ich jetzt gerne Alex dabei. Da hätte er bestimmt total Bock drauf, den Spinnen zu folgen. Ja. Da geht's in den verbotenen Wald. Und eigentlich wäre das jetzt ein schöner Moment, die Folge zu beenden. Aber wir haben noch ein paar Minütchen. Deshalb gucken wir zumindest mal ein bisschen rein in den verbotenen Wald. Da rennen zumindest keine Vertrauensschüler rum, behaupte ich. Aber wir werden natürlich wieder grandios sterben. Aber es geht jetzt natürlich handlungstechnisch endlich mal ein bisschen voran.
Ich weiß ja nicht, wie weit wir durch den verbotenen Wald müssen, aber es wird wohl ein längeres Level werden. Oh, da gibt es bestimmt wieder Guide-Trashs. Ich werde schon mal sicherheitshalber... Was brauche ich denn? Ich guck mal. Also, ich brauche keine Stinkbomben. Das glaube ich nicht. Aber ich brauche mit ziemlicher Sicherheit Lumos. Incendio ist eigentlich auch ganz gut. Ja, ich lasse es mal so. Flipendo funktioniert eigentlich immer. Und dann schauen wir mal, was uns hier im Wald erwartet. Spinnen auf jeden Fall. Kann ich die... Ich bin mir jetzt nicht sicher. Au. Flipendo! Ah, okay. Ich kann sie betäuben mit Flipendo. Oder einfach an ihnen vorbeirennen, was ich jetzt gerade bevorzuge, muss ich sagen. Spinnnetze, genau, mit Incendio. Oh. Verschwind doch. So. Die erholen sich wahrscheinlich relativ schnell wieder. Ja, tun sie auch. Also mein Mittel der Wahl wird wohl sein, hier schnell an allem vorbeizukommen. Da man die Spinnen... Ja, toll. Da man die Spinnen immer nur kurzzeitig betäuben kann. Und das auch nicht so wirklich funktioniert. Ja, toll. Ich zauber sie an und er zielt einfach nicht. Oh Gott. Ich renne einfach. Okay, dieses Netz kann ich irgendwie nicht zerstören. Da liegt was. Ein Schokofrosch. Okay. Ja, ist ja gut. Den kann ich jetzt gerade gut brauchen. Es ist wohl doch das Netz da oben. Flipendo! Incendio! Ich kann das Netz nicht anzaubern. Jetzt kann ich. Okay, alles klar. Und rein. Da wird uns auch noch ein geiler Bossgegner erwarten, da bin ich mir ziemlich sicher. So. Und es ist sehr... Oh! Ist es Hagrid? Nicht ganz. Ich bin ein Freund von Hagrid. Hagrid hat nie zuvor Menschen in unsere Senke geschickt. Hagrid ist in Schwierigkeiten. Darum bin ich hier. In Schwierigkeiten? In der Schule glauben sie, Hagrid hätte ein etwas auf die Schüler losgelassen. Sie haben ihn nach Azkaban gebracht. Aber das war vor vielen Jahren. Sie glaubten, ich sei das Monster, das in der Kammer des Schreckens haust. Und dass Hagrid die Kammer geöffnet und mich freigelassen hätte. Deshalb wurde er von der Schule verwiesen. Und du kamst nicht aus der Kammer des Schreckens? Nein, ich komme aus einem fernen Land. Hagrid sorgte für mich. Das Mädchen, das vor 50 Jahren getötet wurde, hat man in einer Toilette gefunden. Ich habe nie einen anderen Teil des Schlosses gesehen, als den Schrank, in dem ich aufwuchs. Aber wenn du das Mädchen nicht getötet hast, wer war es denn dann? Wir sprechen nicht davon. Dann gehe ich jetzt. Gehen? Ich glaube nicht. Aber... Ich kann meinen Kindern frisches Fleisch nicht verwehren. Ja. Jetzt könnt ihr es euch schon denken. Ich stehe unmittelbar vor einem Bosskampf gegen Aragog, den Herrn der Spinnen und seine Kinder. Und das machen wir morgen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Warten und hoffe, ihr habt die Quidditch-Niederlage auch einigermaßen verdaut, die wir da hatten. Ich glaube, die war aber in der letzten Folge schon. Und morgen geht es dann weiter im Verbotenen Wald. Ist jetzt gerade ein bisschen blöd im Pausemodus, aber ja, ich möchte jetzt nicht sofort am Anfang sterben. Deshalb sage ich tschüss und bis morgen. Macht's gut. Ciao.